Erstens die Good Bank. Ja, es gibt sie doch. Ihr Name GLS, Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken. Was sie von anderen Banken unterscheidet, sie legt ihr Geld nur an für Projekte und Unternehmen, die den Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit besonders erfüllen. Ihr Credo, lieber langfristige, sichere Investitionen statt schnelle, riskante Spekulationsgeschäfte. Der Lohn? Während andere Banken in der Krise gerettet werden mussten, machte die GLS Gewinne. Das Geschäftsmodell lockt immer mehr Menschen an. Zurzeit verzeichnet die GLS einen Zuwachs von 2.500 Kunden im Monat. Zweitens, die Super-WG. München, der härteste Immobilienmarkt Deutschlands. Ausgerechnet hier ist dank der Genossenschaft Vogeno eine Utopie wahr geworden. Erstens, bezahlbare Mieten. Zweitens, mehrere Generationen leben zusammen und kümmern sich umeinander. Drittens, die Energieversorgung ist besonders klimafreundlich und effizient. Die Vogeno-Philosophie trifft den Nerv der Zeit. Die Genossenschaft expandiert seit Jahren. Drittens, das Powerdorf. Im Allgäuer Wilpoltsried werden jede Menge Einwohner gerade sehr reich, denn sie haben ordentlich in den Bau von Photovoltaik, Windkraft und Biogasanlagen investiert. Ganze 24 Millionen in 10 Jahren. Heute werfen die Anlagen pro Jahr schon über 4 Millionen Euro Gewinn ab. Wer vor 12 Jahren mit 10.000 Euro in die gemeinsamen Windkraftprojekte eingestiegen ist, hat längst alles wieder raus. Dazu kann er in den nächsten 10 Jahren sogar noch mal mit einem Gewinn von rund 25.000 Euro rechnen. Wer will, kann sofort wieder investieren. Zwei neue Windkraftanlagen sind bereits in Bau. Ein gemeinnütziger Verein steckt seinen Gewinn in Sozialprojekte. Nächstes Zukunftsprojekt in Wilpoltsried. Ein Praxistest mit 30 Elektroautos soll zeigen, wie das Stromnetz der Zukunft aussehen muss, damit E-Mobilität flächendeckend funktioniert.